You are art. Das ist ein Angebot von mir, das ich mache. Für alle, die interessiert sind, sich auf eine andere Art und Weise mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber mehr auf eine spielerische Art und Weise, auf eine kreative Art und Weise. Mir ist wichtig, dass neben den Kraftbildern, die ich selber male, oder Seelenbildern, die ich male für andere, die Leute auch selber sich ausdrücken können und eintauchen können in diesen Prozess. Dieser Prozess nennt sich Soul Art. Das ist ein Zertifizierungsprozess von Laura Holick aus Kanada. Und mir ist ganz wichtig, dass ich diesen Raum geben kann, damit jeder seine eigenen Themen oder vielleicht auch Fragen auf eine etwas andere Art und Weise bearbeiten kann. Und zwar ist es ein Prozess von 5 Schritten. Man beginnt mit einer Absicht, also man überlegt sich, was möchte ich denn eigentlich wissen? Wo komme ich nicht weiter? Was ist mein Thema im Moment? Und taucht dann ein in den Prozess, indem man auch das Körperliche mit einbezieht, weil der Körper ganz viel Intelligenz besitzt, was der Kopf vielleicht manchmal gar nicht weiß. Und indem man den Körper mit einbezieht in den kreativen Prozess, wird es möglich, dass man neue Erkenntnisse generieren kann. Also während dem ganzen Gestalten, auf verschiedene Art und Weise kann das passieren, hat man wie neue Erkenntnisse. Man hat vielleicht gewisse Emotionen während dem Prozess oder irgendein Symbol taucht plötzlich auf, das dann wiederum wie einen neuen Schritt generieren kann für das Thema, an dem man arbeitet. Und dann zum Schluss schaut man wieder zurück auf den Prozess und schaut, okay, das ist jetzt meine Haupterkenntnis. Dieses Bild sagt mir, geh in diese Richtung oder mach das oder das ist im Moment wichtig für dich. Und in diesem Sinne kann man dann das Ganze wieder schließen, diesen Kreis, und in Spirit Action umwandeln. Das heißt, man bringt es wieder auf den Boden, in die materielle, in die physische Welt.